Moin Freunde, da sind wir wieder hier bei Gold Rush. Yeah. Ja, wir haben wieder ein Update hinter uns und ja, wie wir sehen, gibt es jetzt auch Wegweiser, die uns hier auf ganz bestimmte interessante Dinge hinweisen sollen. Vielleicht gibt es ja auch einen fürs Glory Hole, ich glaube nicht. Wäre ja zu einfach. Ja, aber auf jeden Fall, ihr seht, es wurde wieder ein bisschen geupdatet, es wurde ein bisschen was an den Texturen geändert, sodass halt das Spiel, ja, man sagt es halt ein bisschen flüssiger laufen kann und soll, aber wir wissen es nicht genau. Was ich jetzt erstmal machen werde, ist unsere Eimer-Orgie hier ein bisschen sortieren und werde auf jeden Fall alles, was es hier an Magnetit gibt, nochmal durchlaufen lassen. Oder zumindest an diesem dunklen Material. Magnetit ist es ja erst, wenn es hier wieder rauskommt. Und dann ist aber die Frage, was habe ich dann da schon reingeschüttet? Und da ist jetzt 42% dann jetzt schon drin, da passen jetzt noch 5 Eimer rein. Dann ist das Ding voll. Und dann bringen wir den auch weg. Und dann haben wir wieder ein bisschen Kohle. Nochmal zusätzlich auf jeden Fall. Weil $895 sind jetzt nicht die Welt, ne? Hoppa. Zack. Ist ein bisschen nervig, dass man dann jetzt hier wirklich jeden Eimer dann extra separieren muss. Aber, ja, mein Gott, gibt Schlimmeres, ne? Wir werden auf jeden Fall die 3 Einmal mit dem geschürften Material und schon ausgewaschenen Material zum Schluss durchlaufen lassen. Ja, das Beste zum Schluss halt. Und dann gucken wir mal, was denn am Ende dabei überbleibt und für uns abfällt. Ne? Das ist halt so das, was mir halt die ganze Zeit hier durch den Kopf spürt. Wie viel Material haben wir tatsächlich über? Wie viel haben wir jetzt rausgewaschen? Wir sind ja jetzt auch an einer oder mit der tiefsten Stelle, sage ich jetzt mal, hier auf dem Claim. Zumindest so, was man erkennen konnte. Ja, und dann müssen wir mal schauen, wie das denn so ist. Oh, hallo. Fangen wir hier durch. Das sind dann hier die 3 restlichen Eimerchen. Die lasse ich erstmal auf der Ladefläche. Und jetzt schmeiße ich erstmal hier unser kleines Ensemble hier an. Einmal du. Na, lässt du mal den Onkel hier durch, danke. So, das an. Und Maschine Marsch. Und da kommt echt pures Magnetit raus, ne? Ja, sehr schön. Naja, was heißt sehr schön? Ist jetzt auch nicht irgendwie unerwartet. Ich weiß nicht, was das war, aber wir hatten doch, glaube ich, ganz am Anfang bei einem unserer ersten Cleanouts dann hier mal so ein Eimer reingeschüttet und da kam dann noch ein bisschen Gold oder also hier zumindest halt anderes Material mit bei raus, ne? Oder irre ich mich da? Weil das hier ist ja eigentlich eine ziemlich klare Sache. Ich will aber auch irgendwie nichts verpassen hier, ne? Ja, das sind noch. Wie viel haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5 Eimer. Ne, 4. Reicht aber auch. Guck mal hier, da. Siehst du, das ist das, was ich meinte. Da geht uns doch noch ein bisschen Material flöten. Wenn wir das Ganze jetzt nicht gemacht hätten. Aha, so, mein Freund, ja.
Dass das Ganze natürlich jetzt hier im Dunkeln stattfindet, ist ein bisschen schade, ja, ich weiß. Aber wir werden gleich erstmal schlafen gehen. Gut, das war jetzt eigentlich ganz klar. So, jetzt schlafen wir erstmal eine Runde. Und weiter geht's. Ein bisschen Ordnung machen hier. Und nächster. Könnte man eigentlich noch ein paar Eimer holen, ne? Weil ich glaube, Eimer brauchen wir hier mehr als genug. Vor allem haben wir ja gleich schon wieder den Anhänger voll. Und wenn ich jetzt gleich, oder auch wenn ich den gleich wegbringe, ups, hier, falsche Richtung, dann ist er beim nächsten Mal auch schon wieder fast halb voll, ne? Also, weil wir dann jetzt nicht alle einmal da reingedrückt kriegen. Und dann bist man, oder ist man eigentlich nur noch damit beschäftigt, nachher hier die ganze Zeit jetzt so Magnetitfabrik da zu kommen und den Anhänger leer zu machen. Dafür brauchen wir dann definitiv dann irgendwann mal Personal. So, welcher von euch ist denn hier der? Der sieht nicht ganz so voll aus. Na, da wackelt aber ganz schön hier. Ja, egal. Das ist egal. Das heißt, dich stellen wir schon mal da drunter. Dich stellen wir daneben. Und jetzt gehen wir her und waschen hier die drei einmal noch aus. Und dann gucken wir mal, was denn so die Ausbeute bringt hier. 2 Unzen, kann man sagen, haben wir jetzt auf Tasche hier. Und ich wünsche mir ja tatsächlicherweise endlich mal mehr als 1 Unze pro Eimer. Ja, das sollte machbar sein. Und wenn es nicht auf diesem Claim ist, dann ja, müssen wir halt umziehen. Geht ja nicht anders. Das kann ja nicht sein, dass wir hier ohne Ende ja, Ressourcen verkloppen. Und nichts für uns bei rumkommt. Scheiße. Oh no, oh, fuck. Ah, der halbe Eimer weg. Mist. Naja, gut. Ist dann halt so, Mund abwischen, weitermachen. So, da stellen wir schon mal einen wieder drunter. Das machen wir nachher leer. Wir gehen jetzt mal hier rein. Einmal Nummer 1. Ah, halb voll in Eimer Nummer 2. Scheibenkleister. Das ist ärgerlich hier. Wassermarsch, Rütteltischmarsch und zack. Oh, guck mal hier. Da bleibt ja richtig was über.
Ey, ey, ey. Das hat sich doch mal gelohnt hier. Das sind fast 3 Unzen. Also bei 2,003 haben wir angefangen. Das ist doch mal hier gleich eine ganz andere Hausnummer. So. Mit 2,5 Eimer. Leider Gottes nur 2,5. Haben wir 6, schlag mich tot. Den ausmachen hier und nochmal drauf gucken. 6,395 Unzen. Das ist doch schon mal was ganz anderes. Das heißt also, wir sind dort definitiv nicht falsch. Sagen wir es mal so. Ich möchte jetzt nicht sagen, okay, wir sind da Gold richtig. So ein Wortspiel wieder hier. Zeit für schlechte Witze. Wer noch einen schlechten Witz kennt, einfach mal kurz in die Kommentare posten. Danke. Und ja. Das ist doch schon mal was, mit dem man arbeiten kann, ja, auf jeden Fall. Jetzt nehmen wir hier noch den letzten Rest an Magnetit raus. Komm schon. Bitten das da noch mit bei. Ah, ist auch fast voll, das passt. So, und dann können wir den Anhänger noch leer machen. Da muss ich andersrum dran fahren, stelle ich gerade fest. Ja, nicht so weit. Das müsste passen. So. Und klappt, ne? Jo, alles klar. Und Energie. Da kann man schon mal mit 40 über den Claim knattern. Sofern die Stoßdämpfer mitmachen. Und jetzt müssten wir ja 9.500 Dollar kriegen hier. Einmal hier rum bitte. Dann mach mal leer das gute Ding hier. Gut, nicht ganz so viel wie ihr hofft. Hä, wieso ist der denn? Hallo, da sind doch noch 24% drin. Einmal eine extra Tour drehen hier. Macht doch alles raus. Dann passt das auch wieder. Ja, dann haben wir 9.500 bekommen. Wir haben ja 879 müsste es gewesen sein. Dann oder die haben wir noch auf dem Konto gehabt. Jetzt sind wir wieder bei 10.000. Das finde ich ganz okay. Jetzt können wir ganz oder langsam daran gehen, Geld zu verdienen hier. Was ich ja noch kurz gucken möchte, bevor ich die Folge hier beende, ist, ob uns die Bank Geld gibt, weil da würde ich nämlich dann einfach jetzt so viel leihen. Mist. Mach mal aus. Da würde ich nämlich jetzt einfach so viel leihen, dass wir uns dann einfach hier das große Gerät anschaffen.
und dann hier dick ins Schürfergeschäft einsteigen. Das wäre auf jeden Fall mal eine Maßnahme. Und jetzt gucken wir mal. Old Glen Bank. Kredite. 260.000 geben die uns. Mit diesem Wert im Hinterkopf sollten wir auf jeden Fall für heute die Folge beenden. 260.000. Damit kann man auf jeden Fall hier das ein oder andere schon mal aufbauen. Und dann wird hier im ganz großen Stil geschürft, meine Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal wieder bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei. Wenn es heißt, was tut er oder was tut er nicht? Hier bei Gold Rush. Macht es gut. Ciao, ciao.